Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich dachte mir für das heutige Video, wir suchen uns mal ein chilliges Plätzchen, denn heute beginnt der Umbau von meiner KTM. Die steht ja hier im Hintergrund. Nach langer Zeit mal hinter der Kamera wieder der Flo. Servus Leute. Servus. Und zwar dachte ich mir, wie gesagt, wir suchen uns hier ein chilliges Plätzchen aus, um in Ruhe ein bisschen rumschrauben zu können. Werkzeug haben wir dabei, da gehen wir jetzt auch gleich mal hin. Zwar hat der Flo hier schon sein Werkzeug mitgenommen. Das werden wir auch gleich brauchen, denn ich habe euch in dem letzten Video gezeigt, ich habe mir diese Handguards bestellt und ich wollte die eigentlich schon lange drauf bauen bzw. an meiner Maschine anbauen. Das Problem ist nur, mir haben diese Adapter gefehlt, die habe ich jetzt bestellt und ich würde sagen, wir machen hier ein kleines Unboxing. Ich schau mal, ich habe jetzt gut, ich glaube eineinhalb Wochen ungefähr gewartet. Ich hoffe, die passen auch. So sehen die CETA Handbügeladapter aus. Kosten 34 Euro, also schon gut Batzen Geld. Und ich hoffe mal, dass die jetzt echt passen. Ich werde ab und zu mal ein bisschen schrauben, der Flo wird ein bisschen schrauben. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt mit denen anfangen, müssen wir erstmal die anderen Handguards abbauen. Und dazu brauchen wir jetzt erstmal Werkzeug. So, was haben wir gesagt, welches brauchen wir? Den da? Den großen. Den großen für den, oder? Für die Seite? Nein, den großen für die Seite. Für die Seite. Okay. Ja, klasse. So, ich würde sagen, wir bauen jetzt mal den hier ab. Apropos, ich habe hier die neuen Griffe schon dran gebaut. Wollte ich eigentlich auch ein Video drüber machen, bloß das war ziemlich spontan und ging auch ziemlich flott. Deswegen gibt es heute ein kleines Umbauvideo von den Handguards. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Flo ist auch sehr motiviert hinter der Kamera. Voll. So, jetzt muss ich erstmal die hier abschrauben. Was brauchen wir denn alles? Und hier werden wir später noch ein paar geile Fotos machen. Ich würde sagen, Flo schraubt, ich filme. Und achso, wir brauchen ja nur den. So, passt der überhaupt? Kommt man hin, oder? Mal ja. Ja, das ist locker. Okay, Flo schraubt jetzt mal den ersten ab. Also wie gesagt, die waren bei mir jetzt so beim Kauf dabei. Ich finde aber diese Handbügel, ich zeige euch die noch mal kurz, von CETA, sehen natürlich viel geiler aus. Und jetzt muss ich mal schauen. So, nee, Schmarrn. Der ist jetzt für rechts. Also kommt dann so hin. Ich glaube, das macht schon optisch einiges her. Aber wie gesagt, ich musste ja auf diese Adapter hier warten. Und das finde ich echt richtig dreist eigentlich, dass man hier nochmal 30 Euro zahlen muss. Und schön sehen die jetzt eigentlich auch nicht. Ah, ist sogar beschriftet, für welche Seite. Sehr cool. Linke Seite. Und hier steht auch nochmal R für rechte Seite. Und so, wie sieht's aus? Sind die Schrauben dabei? Hä? Sind die Schrauben dabei eigentlich für den Adapter? Die Schrauben sind dabei, ja. So Leute, ich stelle euch jetzt mal kurz ab. Wir schrauben jetzt kurz mal die ersten weg. So Leute, also die ersten oder die alten Handguards sind weg. So sieht das aus jetzt ohne, also komplett nackig. Da finde ich jetzt nicht so geil. Und jetzt hauen die Hebel so schön in Orange, matt schwarz. Und jetzt würde ich sagen, machen wir die anderen noch hin. Flo ist voll dabei, wieder voll am Handy. Die Adapter müssen dann hier irgendwo hin. Und ja, ich würde sagen, los geht's. So Leute, wir haben jetzt einen kurzen Cut gemacht, das war doch ein bisschen Fuselarbeit, also ein bisschen mehr Fuselarbeit als gedacht. Du hast eine fette Wespe im Gesicht, ist schon weg. und zwar, ich finde es jetzt optisch anders, aber geil. Es ist gewöhnungsbedürftig, aber ich würde sagen, Flo, zeig mal, wie das von vorne aussieht. Ich finde es echt gar nicht so schlecht. Wie gesagt, die Halter
übertrieben teuer, 30 Euro, 34 Euro mit Versand. Ich fand es halt geil, weil ich das bei vielen KTMs schon gesehen habe und habe mir die, wie gesagt, einfach mal bestellt. Sind nicht günstig. Ich verlinke euch natürlich oder ich tue euch den Link unten in die Videobeschreibung. Und ich würde sagen, ich fahre jetzt noch hier kurz um den Platz. Flo nimmt noch ein paar Aufnahmen auf und dann schauen wir mal, ob es mir auch in ein, zwei Monaten noch gefällt oder ob wir die alten wieder hinbauen. Wie gesagt, die sind eigentlich für Offroad, also für die Cross gedacht. Aber die sahen eigentlich gar nicht so schlecht aus. Der einzige Nachteil ist, man sieht es hier schon, extrem viel Dreck. Das ist halt der Nachteil an denen. Aber ich würde sagen, ich schmeiße jetzt mal die gute Karre an. Verpiss dich. So. Boah, ist das ungewohnt. Ich habe hier so eine hässliche Wespe. Ich auch. So. Schauen wir mal. Sagen, Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, Erfahrungsbericht nach ein, zwei Monaten kommt dann auch auf meinen Kanal online. Ja, in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, gerne wieder einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal und dann würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Video. Haut rein. Tschüssi, Kurs, ciao. Mädels.